Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, wir starten wieder in Montana und hier gibt es einen kleinen Zuchterfolg. Na, wann sehen wir sie? Es ist eine Stute. Genau, heißt momentan noch Vanessa. Und ja, ist unser Holsteiner Stütchen Stufe 3. Ja, große, zeig dich mal. Na gut, dann misten wir mal aus. Das ist ja nicht so schlimm. Und dann schauen wir mal, was sie danach möchte. Und dann müssen wir uns noch einige Pferdchen zumindest ansehen. Ich habe doch jetzt einige umbenannt, nachdem ich den Zettel wiedergefunden habe. Jetzt sind fast alle Namen vergeben. Ja, also zum Beispiel Ostwind habe ich noch nicht vergeben, denn da möchte ich auf jeden Fall dann einen Rappen haben. Ja, ein bisschen Mais bekommt sie noch, die Gute. Die braucht ja auch, glaube ich, nicht so viel. Na ja, gut. Haben wir noch Äpfel? Reicht's? Naja, sie will auch nur 3 Stück. Wird aber auch nicht so viel bringen, leider. Magst du nicht mehr irgendwas, was mehr Erfahrungspunkte bringt? Weil so kann sich das doch ganz schön hinziehen. Dann muss die Kleine doch auf die Weide. Nee, Trauben möchte ich ihr jetzt wirklich nicht geben. Tut mir leid. Aber dann sehen wir sie beim nächsten Mal erwachsen, würde ich sagen. So. Ja, das bedeutet dann aber auch, dass Faye uns verlassen wird. Guck mal. Ja, die können wir nochmal mit auf die Weide stellen, würde ich sagen. Beide. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in die falsche Box. War ja klar. Der Gute muss eigentlich auch noch trainieren, ne? So. Warum wird es nicht angezeigt? Warum kann ich es jetzt nicht mit auf die Weide schicken? Das ist ein bisschen gemein. Hm. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Kann ich ihn wenigstens... Ja, ihn kann ich wegschicken. Na gut. Dann machen wir das später. Dann schauen wir uns jetzt wenigstens mal in der Oase hier die unsere Tinkerstute. Stufe 3 heißt jetzt Lissy. Die Gute. Dann haben wir... Wen haben wir noch umbenannt? Der Tinker 1. Das ist jetzt der Castiel. Dann... Die Snow wurde sich auch gewünscht. Ja, unser Lusitano-Stütchen, die Ila. Dann kommt auf jeden Fall noch jemand. Ja, unser KPWN oder KWPN-Stütchen Stufe 3, das ist die Ina. Unser Fredericksburger Stütchen habe ich jetzt Firefly genannt. Ich glaube, sie ist vorher Fajar. Ja. Dann haben wir noch wen? Ich könnte sogar für diese Oase das... Ach nee, unser Jütländer-Stütchen, das ist die Ariel. Die hieß früher Red, glaube ich. Und Red war jetzt wirklich ein Name, den wollte ich definitiv nicht lassen. Gut. Ja, wen haben wir? Wir haben hier... Können wir jetzt die nächste Zucht starten? Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir das Stütchen auch hier? Ich hoffe. Sieht aber gerade nicht so aus. Da muss ich die erstmal hierher bringen. Dann würde ich nämlich jetzt ganz gerne hier die Schwarzwälder endlich züchten. Auch wenn die Zucht wieder ein bisschen teurer wird.
Na gut, aber ich wurde auch gefragt, ob ich Lucia nicht großziehen kann. Ja, würde ich gerne, aber weil jemand den exklusiven Araber nochmal sehen wollte. Lucia ist aber ein Oldenburger, können wir uns gleich nochmal anschauen. Mit den Arabern war auch irgendwas hier. Sulaika, wir gucken mal bei Sulaika zum Beispiel in die Box. Und der Sultan, den gibt's auch noch. Ist auch ein Araber-Hengstchen. Hier, das ist unsere Sulaika. Und ich glaube, der Hengst war jetzt ziemlich weit unten, der Sultan. Da ist er. Na, nein. Jetzt kommt erstmal das Fjordi. So. Dann wollen wir aber den guten Sultan sehen. Ja, es tut mir leid, ich habe mich verklickt, großer. Ja, Fjordis züchten müssten wir auch mal. Ja, und das ist unser Sultan. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir zur Fantasieinsel. Da könnte ja jetzt die Elfenbeinfeenpferdzucht beginnen. Wenn wir ankommen, das dauert alles ein bisschen mit dem Laden. So. Ja, und Avatar, ich habe die beiden halt immer noch als Fohlen-Avatar und Lucci. Einfach damit ich die Aufgaben machen kann. Aber ich werde mal schauen, dass ich die großziehe und dann ja, mir irgendwie einen anderen Hengst, einen anderen Stufe 3 oder ja, Stufe 3 denke ich mal, hier hinstelle. Ich habe schon überlegt, wenn ich den Tinker züchte, dann Hengst und Stute dahin zu stellen als Fohlen für die Aufgaben. Ich könnte eigentlich, die Tinker sind ja auch da, wir könnten auch eigentlich mit der Tinkerzucht anfangen. Auf dem T4. Na gut. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal die Elfenbeinfeenpferdzucht an, wie das hier läuft. Unser Paco und unsere Nina. 20%. Ja, gut, die Verbesserungen heben wir uns auf. Für eine teurere Zucht. Ja, schade. Knapp drüber. Jetzt bekommen wir ein Stütchen, die Sonja. Na gut. Dann würde ich aber sagen, erstmal nach Deutschland. Und dann versuchen wir uns da am Fisch nochmal. Den würde ich ja schon ganz gerne haben auf Stufe 3 langsam. Ah, die Weide hier sieht auch nicht so toll aus. Gut, das ist erledigt. Ja, müssen wir hier verkürzen. Ja, das ist jetzt doof, weil ich keinen Platz habe. Dann muss ich ihn leider einmal gleich verkaufen. Das ist schade, aber bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ja, Hengste haben wir ja auch. Es gibt immerhin 20 Diamanten. Auch ohne Training. Und dann kommen die beiden wieder. So, 16%. Nein, das geht rüber. Naja. Irgendwann wird es klappen. Ja, das ist dann jetzt ein Stütchen, die Manara. Mal sehen. So, dann können wir uns hier aber wenigstens nochmal von der Lucia, die ist jetzt auch erst Level 2. Unsere Oldenburger Stute, die, wie gesagt, Avatar und Lucia habe ich als Fohlen gelassen. Wir haben ja bei den Oldenburgern den Lucky erwachsen und haben ihn uns schon angesehen. Und bei den Knappstupern die Tilly. Aber, ja, bei ihr wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis sie dann Stufe 5 erreicht. Ich glaube, Avatar ist schon ein bisschen weiter gewesen. Gut, dann können wir uns hier mal die Post anschauen.
Ja, 3700 Münzen als Stallbursche verdient. Oh ja, dann gibt es ein mystisches Gletscherfeenpferd, das holen wir dann gleich mal. Das Dorf wurde besucht. 2863 Münzen Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat geklappt bei euch. Ja, die Pferde wurden gestreichelt. Gut, und dann das wieder. Ja, dann schauen wir mal. Das Gletscherfeenpferd, ja, ist leider... Oh ja, ach, wäre es ein Elfenbeinfeenpferd gewesen, wäre es jetzt gut. Auf Stufe 3? Ach, ich weiß gar nicht, gibt es Stufe 3 ja hier? Doch, müsste es eigentlich auch geben. Was bist du denn? Stufe 1. Ach stimmt, ich glaube, Gletscherfeenpferd, ist das das, was legendär ist auf Stufe 3? Können wir mal kurz gucken. Oh. Ah, für unser... Na, Sonneneinhorn. Damit haben wir jetzt 30 Diamanten bekommen. Sehr schön. Ja, genau. Das Gletscherfeenpferd wird dann legendär. Und auch hier haben wir 10 Diamanten nochmal. Sehr schön. Das wurde jetzt aber gar nicht hier oben angezeigt, ne? Eigentlich war ja sonst immer so ein kleines Geschenk hier. Na gut, ist ja jetzt eigentlich auch egal. So, jetzt muss es sich erstmal wieder fangen. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einmal in die Tinkerzucht und dann schauen wir mal. Da müssen wir auf jeden Fall noch nach Frankreich schauen. Und ich würde sagen, dann machen wir heute mal bei der Diva-Zucht weiter. Da sind die beiden. Ja, ist auch teuer genug. 13% Chance immerhin. Nee, geht rüber. Gut, dann hätten wir schon mal einen Tinker, den wir hier hinstellen können. Das Problem ist ja immer der Platz. Es ist der Hengst. Das heißt, Avatar könnten wir dann, wenn er da ist, großziehen. So, dann auf nach Frankreich. Hier habe ich auch die, die Vida 2 umbenannt. Können wir uns gleich ansehen und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal die Oase ansehen. Das habe ich jetzt in Deutschland auch vergessen. Da könnten auch noch Namensänderungen sein. So, und zwar hier, ehemals Domino, heißt jetzt Alexandra. Unsere Vida 2. So, wir haben ja Hengst und Stute von Stufe 2, ne? Ja. Der Zeus. Gut, dann würde ich das kleine Kerlchen hier leider verkaufen. So. Und dann versuchen wir es mit den beiden. Ah, 12% nur. Bleibt natürlich kurz vorher stehen, so ein Mist. Na gut. Das wird ein Hengst, ein Tag, 8 Stunden. Das ist natürlich auch sehr lange. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das Quiz, ne? Welche Spielerstufe benötigst du, um die Pferdeoase zu errichten? 18, 12, 15. Ich glaube, das war 15. Das ist jetzt ja auch schon ein bisschen länger her. Wie lautet das spanische Wort für Pferd? Oh Gott, die kann ich wieder nicht aussprechen. Caballo, Kentelea, Caldo. Caballo oder so ähnlich. Und welche der folgenden Farben ist die seltenste Fellfarbe bei Pferden? Grau, Fuchs, Rappe. Ich glaube, hier ist Antwort Rappe richtig, aber würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass Rappe die seltenste Fellfarbe ist. Gut. Dann einmal einen Blick in die Oase werfen. Wen haben wir denn hier? Die müssten alle so... Wizard könnten wir eigentlich auch nochmal umbenennen. Ja.
Ich glaube, die meisten hatten wir schon gesehen vom Namen her, ne? Da hat sich nicht groß was geändert. Nee. Dann müssen wir dann nochmal nach Deutschland schauen. Dann habe ich in Deutschland noch welche umbenannt. Und ja, Großbritannien würde ich sagen, wir können ja mal gucken. Das Fohlen müsste da sein. Würden wir dann aber verkaufen. Weil leider kein Platz. Aber mit der Zucht würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Wir sind jetzt schon wieder ganz schön arm geworden, sozusagen. Bevor wir wieder komplett pleite sind. So, genau. Das englische Vollblut hieß ja früher Tiger, habe ich jetzt Secret genannt. Vivian hatte ich auch noch auf meiner Liste stehen. Die habe ich jetzt einfach so gelassen. Vivian, Sonneneinhorn, so hieß sie die ganze Zeit. Das bleibt dabei. Unser Jadefeenpferd, Stufe 3 Stütchen, habe ich jetzt Lebel genannt. Dann haben wir... Wir haben noch einen Speedy, den müssten wir eigentlich mal... Speedy stand auch auf dem Zettel. Ich wusste aber nicht mehr, dass ich noch einen Shetty-Hengst habe, der so heißt. Ich würde den Shetty-Hengst umbenennen. Können wir vielleicht auch machen. So, bei den Alice-Pferden habe ich noch nichts weiter umbenannt. Da müssen wir auch noch mit der Zucht fertig werden. Dann... Genau, gucken wir uns gleich nochmal unseren exklusiven Araber 3 an. Galaxy ist geblieben. Unser Sonneneinhorn-Hengst heißt jetzt Luis. Stand mit auf dem Zettel der Name. Haben wir hier noch wen? Ach, hier ist unsere Schwarzwälder-Stute. Die sollten wir mal zusammenstellen, die beiden. Ich glaube, den Rest hatte ich alles früher schon umbenannt, ja. Gut, dann einmal ein Blick zum exklusiven Araber. Stufe 3, wo ist die gute Dame? Wir haben hier noch... Ja, VK, müsste ich mal trainieren. Da ist sie. Die gute gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch kurz an. So, das ist sie, unsere exklusive Araber-Stute Stufe 3. Die ist schon erwachsen und ja, bei Lucia dürfte es nicht mehr so lange dauern. Wie gesagt, dann schaue ich jetzt, dass ich zwei Tinker dahin stelle als Fohlen, damit ich die Aufgaben machen kann. Ist natürlich platztechnisch gesehen dann nochmal schwierig. Muss ich schauen. Irgendwen muss ich wieder verkaufen, auf jeden Fall. Auch wenn ich es nicht unbedingt möchte. Aber gut. Ja, dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Und mal schauen. Von jetzt ist es ja Montag, wie man am Gletscherfeenpferd gesehen hat. Am Besucher. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es wird bald neue exklusive Pferde, nehme ich mal an, geben. Mit dem nächsten Update, mit dem Hongkong-Rennen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Bis jetzt weiß ich noch nicht, wer das sein könnte. Ja, sicher ist nur, dass wir wieder ein sehr großes Platzproblem kriegen werden, falls wir die schon züchten könnten oder uns das erarbeiten könnten, sie zu züchten. Mal sehen, vielleicht kann man sie auch nur kaufen. Keine Ahnung, bis jetzt weiß ich da nichts. Ich werde dann aber schauen, dass ich eine Infofolge rausbringe. Ich denke mal, dass die wird dann schon längst draußen sein, wenn die Folge jetzt hier kommt. Und ja, ich hoffe... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.